Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, ich wollte heute ehrlich gesagt nur so ein Part aufnehmen, weil meine Quellen, damit meine ich den Vegas, haben mir gesagt, dass ich einen speziellen Skin freischalten kann für den Offizier. Und ja, habe ich mir angeguckt und guck mal. So ein kleiner Sneak Peek zu den Kostümänderungen. Ja, ein Rodianer kann ich mir freischalten, indem ich ein bisschen mit dem Offizier hier ein paar Leute hochballer. Und ja, das wollte ich eigentlich machen, aber dann poppt was hier, nachdem ich das Spiel gestartet habe, auf. Und zwar Han Solo, das Event. 5 Runden Sternjäger-Angriff. 5 Runden galaktischer Angriff und 25.000 Punkte absahen. Ja. Das hier locker. Das hier machen wir heute. Und das hier nächste Folge. Dann müsste man genug Punkte eigentlich genug zusammenkriegen. Und das hier auch freischalten. Dann tun wir das hier freischalten. Dann kriegen wir die Kiste. Das heißt, wir können 4 Sachen innerhalb von 2 Parts hoffentlich freischalten. Und das hier muss ich dann kombinieren mit hier galaktischer Angriff. Man ist das ja noch gegen als Schiff der Bomberklasse. Das können wir auch noch nebenbei erreichen. Gut. Ja, finde ich gut, dass das Event jetzt noch so aufgeploppt ist. Gehen wir mal schon mal in den Raum. Raumjäger, ich wollte jetzt Raumschläger sagen. In Schaumschlägerangriff. Und ja. Sahen wir uns mal die ganzen Events an. Ihr habt gesehen, gerade ich habe noch 2 Fähigkeitspunkte mit dem Offizier. Das ist, weil ich mir die aufbewahren will. Offensichtlich. Weil ab Level 22 kann ich, glaube ich, erst meine Karten auf Blau hochleveln. Und das möchte ich bei einigen Sachen. Zum Beispiel diese Kopfgeldjäger-Fähigkeit. So, wir spielen Bomber. Bomberangriff. Weil damit muss ich Kills absahen. Ja, 5 Runden. Bin gefechtsbereit. Und ich hoffe, der Ton ist auch dieses Mal ordentlich. Pech gehabt. Und wir sind gerade am Gewinnen. Oh. Geil. Sensoren melden signifikanten Schaden. Kreuzer zerstört. So, Bombe oder warum hält er so viel aus? Okay, oh, wir haben gewonnen. Kommunikationsmatrix zerstört. Wow, was zum... Schaltet jetzt die feindlichen Jäger aus, bevor wir das Herz des Schiffes angreifen. Voll am Längen sind die wieder gerade. Boah. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, hier rein, ne? Durchhalten. Boah, mein Spiel ist gerade voll am... Oh. Ey, so schlimm hat ja echt noch nie. Hey, ich kann ihn nicht abschütteln. So, wenn jetzt immer Gegner wären, das wäre super toll. Ach nee, erstmal müssen wir den Turm kaputt hauen, ne? Die Panzertüren und ihr Reaktor ist ungeschützt. Wir haben unsere Befehle. So, aber ich muss ja ein paar Gegner erledigen. Darf Revan. Oh Gott. Ausweichmanöver empfohlen. So, du bist weg. Hoffentlich. Nein, ist er nicht. Okay, soll ich mich jetzt auf das Ziel konzentrieren? Ist mir eigentlich egal. Mir ist egal, ob wir gewinnen. Wer meine Videos schon ein bisschen verfolgt, der weiß. Erst kommt. Oh Gott. Slave One. Boom. Ich hab die Slave One kaputt gehauen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Was ist das denn? Den Kern zerstören. Habe ich überhaupt? Ich glaube mehr AP, ne? Ja. Ich glaube mehr AP. Da kann ich auch erst später aufleveln. Wobei Sterniger weiß ich jetzt nicht. Das geht ja nicht bis Level 22. Haben wir irgendwie gezählt, wie viel Level ich insgesamt bekommen kann. Ich glaube, das waren irgendwie 69 oder 68. 69. Dann was? Ja, ich konzentriere mich mal auf die. Ja.
Bomber haben ihren Angriff abgeschlossen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drin bin und das Ding ist noch... Schilder online. Schnell weg da. Die Panzertüren schließen sich. Feuer auf den Kontrollturm. Nun? Jetzt bin ich hier drin, ne? Ja, jetzt bekomme ich dauerhaft Schaden, ne? Ja. Muss auch gucken, was passiert, ne? Muss auch alles über das Spiel wissen. Bringen wir es hinter uns. Stabilisator? Weiter so! Wir haben es fast geschafft! Wow, mach ich so viel Schaden? Nee, ne? Die Panzertüren öffnen sich. Greift an und trefft den Reaktor, bevor sie die Schilde wiederherstellen. Bomber müssen durchkommen. Durchhalten. Oh. Ja, Mann. Komm, einmal rein. Oh Gott, ehrlich. Get in. What? Wir sollen da reingehen oder den kaputt schießen? Pff. Laber doch keinen. Get into the shopper. Geht in den Shopper rein, ja. In dem von One Piece. So. Oh, und wieder kaputt. Wieder kaputt. Die Panzertüren schließen sich gleich. Konzentriert den Beschuss auf den Kontrollturm. Ich glaube, wenn man zweimal drückt, dann fliegen die Dinger automatisch. Habe ich irgendwie... Glaube ich, habe noch mal gelesen. In Steuerung, glaube ich. Ja, wir verlieren, ist egal. Okay. Schaltet sie auf! Abschuss bestätigt! Cool. Fliegen sogar dahin. Also, na, das Ding kaputt. Ich habe einiges eingesteckt. Und jetzt gehen wir da rein. Wir haben freies Schussfeld auf den Reaktor. Greift an, schnell. Und ich freue mich natürlich, bevor ich da reinkomme. Ja. Ah. Mein Trijägerblock. Oh, guck mal, wie viel Schaden jetzt. Oh. Gehen wir aber nicht hin. Alter. Unsere ganze Mannschaft ist jetzt da reingegangen. Oh. Sieht aus, als würden wir gewinnen. Bist du sicher? Oh, wir haben noch 24 Sekunden. Kritisch. Der Reaktor hält nicht mehr. Wir haben es fast geschafft. Feindliche Zielsysteme arretiert. Aufhören. Ah, ich bin gerade hier drin. Jetzt explodiert er und sterbt. Oh. Strategische Berechnungen können niemals Erfahrung und Klugheit ersetzen. So. Ich mach mir mal eine Markierung hier. Jetzt mal notiere ich mir, wie viele verdammte Matches ich gemacht habe hier. Mit Zettel und all das. Damit das Spiel mich nicht wieder hier austrickst. Ja, vier Dinge haben wir. Schnellster Schrotthaufen. Also, das hat man doch schon mal alles. Heißt jetzt nur einfach. Einfach so wegen dem Event, Robert. 1000 Credits, sehr gut. Hinterhalt erfolgreich. Einheiten der Republik vernichten. Und wir spielen mal Druiden in einer Raumschlacht. Nicht irgendwann mal in irgendeinem Part gesagt, ob man irgendwie gar nicht als Druiden spielen kann in der Raumschlacht. Ich meine, ja, ne? Boah, kannst du mal weggehen, ne? Ich weiß, meine Internetverbindung. Komischerweise läuft die immer den ganzen Tag perfekt. Oh. Also, sobald ich das Spiel spiele, Rock. Bomber, der hier jede Klasse. Unser Schlachtplan ist wie erwartet fehlerlos. So, ich brauche immer noch Kills. Boah, guck mal das. Ja, cool. Bedrohung geortet.
leichte Kreuzer der Republik im Anflug. Was ist mal da hinten denn? Okay, die Fähigkeit gefällt mir. Also Fähigkeit. Ich hatte herausgefunden, das gefällt mir. Oh Gott! Und Lock the Hand Skin. Glückwunsch. Da hat meine Raketen abgeschossen. Boah. Was jetzt? Ich glaube, ich habe die getroffen. Ich habe einen Punkt gehört. So blub. Taktischen Plan. Ja. Trifft das? Jäger der Republik versuchen unsere Zentrale zu deaktivieren. Hab die Wand gerade gesehen. Fangt sie ab. Republikanischer Kreuzer hat kritischen Schaden erlitten. Beschuss fortsetzen. Feindliche Bomber brechen durch. Abfangen. Okay, der schießt auf mich. Lieber nicht. Ah, Reban, weg mit dir. Ich hasse Reban. Was? Boom. Und ich bin tot. Hör auf deine Instinkte, oder... Ach, war ich jetzt... freigeschossen ab oder was die ganze Zeit? Weil das gewinnen wir locker, habe ich so ein Gefühl. Guck mal, wie viele die nur noch haben. Wenn ich mich jetzt konzentrieren würde auf die Gegner, dann immer noch besser. Weil die machen ja gar keinen Schaden. Wenn man das trifft, ne? Traktorstrahlen kritisch. Ne, was? Mein Gott, wie hoch fliegst denn du? Alter. Ah, pisse er sich. Oh, den hab ich nur angeschossen. Traktorstrahlen zerstört. Allgemeine Verteidigung. Alter. Na komm. Ich habe Restars gejagt. Das hier. Lukas Jürgen Friedberg. Ich muss ein paar Leute töten, habe ich so ein Gefühl. Die Streitkräfte der Republik beschießen jetzt unsere Kommunikationsmatrix, damit Alter. Wir keine Verstärkung mehr anfordern können. Verstärkung trifft ein. Ah, weißt du, wie man dieses Schiff in irgendein Star Wars Spiel spielen konnte? Star Wars Starfighter, glaube ich. Die Sith operieren im Schatten. Okay, bin ich weg? Bitte sehe ich nicht. Ich verpiesel mich. Ich sehe bestimmt mein Feuer hier. Okay. Es ist nur noch ein republikanischer Kreuzer übrig. Ah, noch getroffen. Bomber der Republik geortet. Sofort eliminieren. So, wo sind die ganzen Jäger hier? Ich muss ein paar Leute töten, habe ich so ein Gefühl. Gehe in Position. Ich bin voll am Lecken hier gerade. Ja, verdammt. Alter! Drohender Systemausfall. Mach die fertig. Boah, der ist auch voll kacke. Immer wenn ich einen Helden spiele. Ja, noch ein paar Leute erledigen. Ich komme da wieder zu nix, ey. Jetzt kommt. Jetzt kommt Duel of the Fates. Ey. Bomber der Republik eliminiert.
Bombenangriff abgebrochen. Bombenangriff. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Hi. Echt das? Ups. Level 4 Bomber. Alle Kreuzer zerstört. Kommunikationsmatrix in. Oh. Oh, Revan, wie kannst du es wagen? Kann ich meine Sachen hier hochleveln? Nee, nee. Freischalten. Nö. Warte, was? Ach doch, ich kann erst das hier, ne? Boah. Nee. Ich kann ja nichts machen, okay. So, ich weiß, habe ich jetzt schon das Ding freischaltet. Mit den 10 Kills. Macht ihr so nah hier? Hauen die ab? Oh, komm schon. Endlich kann ich mich beweisen. Kommunikationsmatrix zerstört. Zunehmend unübersichtlich. Leger gegen Maßnahmen. Bei mir ist immer unübersichtlich. Stelle jetzt Kontakt her. Verdammter Dreck. Du. So. So, so. Wieder Meilenstein, ich tue nur mal nur Meilensteine fahren. Analyse, wenn unser Kontrollturm deaktiviert wird, ja, bitte töte den. Konstruktionsfehler zutage treten. Ja, bitte Freck, Han Solo oder Chewbacca, wer auch immer da gerade drin sitzt. Feindliche Einheit nicht länger hinter dir. Da war jemand hinter mir. Wieder ein erwischt. Wenn ich nur besser zielen könnte, ne? Kontrollturm deaktiviert, Reaktoren geschützt, dringend. Konzentriert sämtliche Bemühungen. Danke. Auf die Verteidigung. Ja, wer kommt jemand rein? Bist dich. Ja, bist dich. Ja, ich habe auch versucht. Da triffst du nichts, wenn er so fliegt. Ah, slow, Kylo Ben. Die Bedingungen verschlechtern sich. Swolo. Alarm. Ich nehme ihn. Ah, pisst euch. Schilder sind wieder online. Panzertüren einsatzbereit. Setzt die Verteidigung des Kontrollturms fort. Ihr seid jetzt auf euch. Ja, wir sind ja noch mehr. Wer bist euch? Wer bist dich? Warum nicht? Hab doch gedrückt, Mann. Was zum? Ja, die können uns auch noch abballern, geil. Panzertüren öffnen sich. Verteidigt den Reaktor. Gesagt, boah. Ihr wollt doch den Imperator nicht enttäuschen. Doch. Der einzige Enttäuschung. Warum verletzt er sich überhaupt auf mich? Maßnahmen sind angeraten. Ja. Alarm. Kritischer Schaden entdeckt. Zerstörung ohne sofortiges Eingreifen. Ja. Ja, ich habe genug Punkte. Kann ich irgendwas steuern? Nö, okay.
Ja, sowieso eine blöde Idee. Niederlage, alles klar. Zweimal. Sofortiger Rückzug erforderlich. Habe ich noch einen Strich auf meinem Zettel. 2. Darf 2 Rewe an. Baby Skate Gamer, was? Baby Skate Gamer. Boah. Soll ich ihn das hochleveln, ey? So weit habe ich erst bekommen. Bomberklasse, okay. 25 Karten. Einsatz hier, okay. 2 Gegner als Bomber besiegen, das können wir noch fertig machen. Geschütze zerstören. Langsam kriegen wir mal Sternjäger-Dinger. Nicht gut. Sie haben den Köder geschluckt. Die Falle kann zuschnappen. Boah, da hört ich all die Action, ey. Boah. Ach, hier kann ich gar kein Ding spielen. Okay. Sackige Sacke. Defensivfähigkeit. Höhere Gesundheitsregeneration. Meh. Nehmen wir den. Ja, Proton-Torpedo, alles klar. Haltet euch da draußen gegenseitig. Alter. Zerstört die Generatoren. Das müsste die Batterie deaktivieren. Ah. Ihr Flug hat mich in Ric Flair verwandelt. Oh Junge, lass mich doch mal ein bisschen schießen, ja. Bing, bing, ja. Wenn wir nicht so viel verrecken. Ihre Teiljäger beschießen unsere Jäger. Haltet sie auf. Dann wollen wir mal loslegen. Das ist für Hoffnung im Prime. Systembericht sieht gut aus. Ohne Bombe läuft irgendwie nicht so. Sieht aus, als hätte der Bunkerbrecher es bald hinter sich. Verteidigt ihn mit allem, was ihr habt. Zerstört diese Generatoren! Zerstört andere Sachen. Unsere Jäger haben es geschafft. Gute Arbeit. Die erste Ordnung hat einen Bunkerbrecher ausgeschaltet. Warum nennt er die so dick? Das ist ein bescheuerter Name. Bunkerbrecher. Boah. Klingt ja so wie Sternzerstörer. Borg. Und Sternzerstörer ist ein echter badass Name, finde ich, für ein Schiff. Die Schütze, die ballern mich auch ab, ne? Wie willst du denn ja überleben, ey? Boah, ich komme ja gar nicht dazu, näher an das Ding heranzukommen, weil ich schon die ganze Zeit abgeschossen werde. Ich glaube, die Geschütze kaputt zu hauen ist nicht so schlimm, nicht so eine schlechte Idee. Vor allem da wir wahrscheinlich die ganze Zeit um das Ding hier herumfliegen werden. Habe ich überhaupt schon mal die Level gespielt? Hier durch. Wir haben das nicht abgesehen. Wer? Lass mich in Ruhe, Mann. Boah. Alter, ich kann hier nichts machen. Ich hab die ganze Zeit abgeschossen, wie blöd. Nein, da ist schon wieder einer. Das ist wieder eins dieser Matches, ne? Ich hier nichts auf Reihe krieg. Am Schaden. Will er noch ohne Bomber machen? Sieht aus, als hätten wir auf uns gewartet.
Aber müssen wir abknallen euch. Alter. Alter. Was ist das? Komm schon. Gibt's doch einfach nicht, ey. Wo ich nicht hier kaputt bin. Boah, lass mich doch mal irgendwas hier machen. Boah. Da habe ich den zerstört. Ich habe 500 Punkte bekommen. Ich glaube, ich habe den zerstört. Und wenigstens verlieren wir dann. Ist das Match schneller vorbei. Haben wir wirklich nicht mehr zu bieten? Alter, ich bin schon wieder leicht tot, Mann. Lass mich doch mal irgendwas hier machen. Boah. Wie viele Punkte die haben im Vergleich zu uns. Wie treffe ich den nicht? Ich bin schon wieder leicht tot, ey. Dabei halten die gar nicht so viel aus, ey. Müssen noch ein paar Mal auf die schießen. Dann sind die schon weg. Ja, wir kommen noch nicht mal dazu. Es zählt nur die Gegenwart, blaue Staffel. Das sieht übel aus. Alter, fliegt genau dadurch, genau. Ich werde die ganze Zeit beschossen, halt das Maul. Boah. Ey, jeder einzelne Spieler von den Gegnern hier hat mich schon erschossen, habe ich so Gefühl. Das gibt's da einfach nicht. Abmunitioniert und einsatzbereit. Oh, was seid ihr für ein unbalanciertes Team, ey? Bringt die Sache schnell zu Ende. Sonst müssen wir abbrechen. Schon wieder leicht tot, ey. Überlebe ich ein bisschen. Anson. Ach, meine Raketen fliegen gar nicht weiter, wenn ich sterbe. Geil. Aber das war zerstörerisch. So, Nummer 3. Okay, diese Runde war schnell vorbei. Gut. Habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich war schon wieder ein bisschen hier aufgeregt, ey. Nach hinten sichern. Ich habe ja mehr Gegner killt als auf dem Boden. Lass mal sehen. 6000, 6000. Einer von uns hat nur 7000. Also der Bestplatzierte. Ey. Nicht den Sternzerstörer kaputt machen. Was habe ich überhaupt hier ausgerüstet? Waffenfähigkeiten, höherer Schaden, mehr Gesundheit. Lasersperrfeuer ist das hier, ja. Alles klar. So, jetzt müssen wir Gegner töten. Na, wartet. Ihre Jäger stürzen sich auf unsere Generatoren. Fangt sie ab. Ob das was wird. Sehr gut. Rache. Das war's für dich. Bist du wahnsinnig beliebt, was? Ja. Also ich dachte, ich wäre erstplatziert oder so. What happened to your hammer? What? Was für ein Hammer? Erwarte Befehle.
feindliche Jäger gesichtet. Zerstört sie, bevor sie ihr Einsatzziel erreichen. Meine Mission ist vorbei. Da komm schon an. Feindliche Schiff zerstört. Beschützt die Generatoren. Oh, hi. Das war's für mich. Feindliche Jäger. Oh, komm schon, wie besiegt. Da bin ich dann hier reingeflogen. So ein kleinen Felsbrocken, der irgendwie in meine Scheibe geflogen ist wahrscheinlich. Komm schon, ich war direkt hinter denen. Ich hätte die voll erledigen können. Feindliche Einheiten. Welcher Verräter hat das zugelassen? Ich diesmal nicht. Nur wenn es um Jetpack vorgeht. Verdammt, meine Rakete ist voll im Möhre da vorbeigeflogen. Boah. Wir ziehen uns ja voll ab, da war irgendwie sowas von klar. Sie haben die Energieversorgung unseres Lasers ausgeschaltet. Schlag zurück. Nehmt Rache. Rache? Okay. Okay, wir haben so weit von verloren. Jawohl. Boah, warum dauert denn das so lange, ihn anzuvisieren? Ja. Hm. Ich weiß, was für Fähigkeiten hier ausrüsten soll. Auf jeden Fall mehr AP. Weil mehr AP kann immer helfen, auch wenn das verdammte Mini-Jäger hier sind. Ist das Ding noch am Leben? Ja. Guck schon, weiß ich nicht. Dieses Schiff war wichtig für uns. Ehrlich? Steig auf! Alter! Gut. Oh, und jetzt das Leben nochmal. Unsere Truppentransporter versuchen durchzubrechen. Ja. Das ist doch egal, Mann. Ja. Ich hab noch fast voller AP. Jetzt habe ich voller AP. Hey. Truppentransporter unterwegs. Sichert ihre Flucht. Was ist das? Ich halte nicht mehr lang. Was war das? Was war das? Ja, was ist das? Denkst, ist egal. Kylo rennen. Rennen, Kylo rennen. Ne, flieg, Kylo, flieg. Ach, mein Level vom Boden irgendwie wird übernommen oder was? Unsere Truppentransporter versuchen durchzubrechen. Versuchen wir mal wieder. Die erste Ordnung wird triumphieren. Gott, hört sich irgendwie gar nicht an. Als wäre das hier aus dem Spiel. Ihr habt keine Ahnung, wie gefährlich ich bin. Boom. Aber Solo erledigt, wie im Film. Truppentransporter verlassen den Hangar. Beschützt sie. Wir haben fast alle unsere Transporter zerstört. Verdammt. Schneller, schneller. Was? Boah, wo bin ich denn hier reingeflogen? Boah, darf doch jetzt einfach nicht wahr sein. Irgendwo bin ich reingeflogen. Erwarte Befehle. Die zerpflücken uns. Boah. Feind ausgeschaltet. Boah, komm schon. Sie an. Okay. Sie von dem ah.
Oh. Ich wohin da vorbei ist. Ey. Okay. Boah, hör auf so zu lecken. Hör auf so zu lecken. Hör auf so zu lecken. Alter. Also wir haben doch schon längst verloren, ey. Wenn willst du denn hier was vormachen? Du sollst verdammt noch mal die Rakete abschießen. Ey, ich hab der Leck hier versammelt hier alles, was ich mache. Einer weniger. Schilde online. Der Widerstand darf sie nicht nochmal deaktivieren. Die feuern auf den Feuer. Aber noch nie so schlimm wie heute. Aber jetzt den galaktischen Angriff gleich nicht auch so. Dann krieg ich Probleme. Dann werde ich auch noch voll schnell erledigt. Ja. Ja, komm, wir verlieren, ist gut. Bringen wir hier die Runden noch hier hinter uns. Die Kommandobrücke hat kritische Schäden erlitten. Das Schiff kann jeden Moment explodieren. Beschützt es. Tut eure Pflicht. Okay. Ich verliere doch nicht gegen den Dani, oder bringe ich mich lieber selber um? So nach der Logik oder was? Dafür werden sie bezahlen. So, das war Runde Nummer 4. Sprich. Okay. Nur eine letzte Runde noch. Weiter mal hier alles. Ja, steht schon wieder 3. Ich habe 4 Runden geschafft. Ich habe es mir notiert. Meine Notizen lügen nicht. Ja, guck mal, wie soll ich die alle Sachen, wie soll ich die ganzen Sachen hier alle bekommen, ey? Bin ich gerade Nachbrenner. Okay. Weiß ich, nächste Level. Bin mir sicher, wir frecken voll schnell. Schon wieder kein Bomber. Geil. Spiel macht Spaß. Ich will aber Bomber spielen, Mann. Vom Vierfachlaserkanone erhöht, ja. Guck mal, warte mal ja noch. Torpedoschaden, nein. Neue, blablabla, okay. Werde ich wahrscheinlich sparen. Zeig mir der ersten Ordnung, wie man wirklich aufpasst. Die Feldgeneratoren sind etwas improvisiert. Und sind an einigen Stellen hochgradig schadensanfällig. Ja. Alter. Verpisst euch von unseren... Ah, komm schon. Ich hab doch voll auf den drauf geballert, ey. Ja, jetzt müssen wir wieder Leute... Guck mal, die haben schon 62%. Wie machen die? Sind die alle im Clan oder was? Sie ist ja jetzt nicht mal Level von denen. Okay. Danke. Feindliche Sternjäger leiten einen Angriff ein. Danke. Geht weg. Geht weg. Alter. Alter! Will ich verarschen? Ey. Ein Moment bin ich da, dann bin ich da. Die Feldgeneratoren sind für diese Überlastung nicht ausgelegt. Aber wenn wir sie noch etwas länger schützen, könnte es klappen.
Kann das mal sein lassen? Ah, der ist aber auch tot. Ja, wir verlieren sowas von wieder. Ja, sind wahrscheinlich wieder die gleichen wie vorhin. Wir sind zwei mehr als die. Was? Okay, vielleicht schauen wir doch noch irgendwie. Aber wenn wir so NPC-Leute töten, das auch irgendwie zählt. Ist ja eigentlich, ne? Du scheinst ihn abgehängt zu haben. Irgendwie nicht. Sie haben unsere Generatoren deaktiviert. Konzentriert euch auf die feindlichen Sternjäger, während wir versuchen, mehr online zu bringen. Was zum Teufel war das? Noch einmal nach links geflogen. Hey. Ja, der Leck ist so schlimm hier. Boah, Junge. Das ist mal gut, Mann. Unser Überleben hängt von den Feldgeneratoren ab. Verteidigt sie um jeden Preis. So. Erfahrene Piloten können Generatoren zu ihrem Vorteil nutzen. Ja, die Gegner werden weggestoßen davon. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Oh. 4000, Alter. Also wir müssen mit den AP übertreiben, oder? Oh, Dameron, der ist voll wichtig. Okay. Keine Ahnung. Er hat irgendwie so ein Kylo Lando Calrissian Eindruck auf mich gemacht. Ich wusste gar nicht, dass er irgendwie ein wichtiger Charakter in der ersten, in der siebten Episode war. Weil ich mir den merken muss, ja. Als der wieder aufgetaucht ist im achten Film, muss ich erstmal wieder nachdenken. Wir warten nochmal. Da war natürlich mehr jeden Charakter hier merke. Der bricht einfach ab. Ich halte das gedrückt. Deprived, was sieht aus, als hätten sie auf uns gewartet. Oh, schon letzte Runde, da können wir noch ein Level Up oder so rausholen, oder? Ja, ciao. Wer war das? Zum Teufel war das? Ich sehe dich. Ich brauche ein Jahrzehnt, um meine Raketen auf dich anzuvisieren. Ja, tough life, Bro. Ja, wie sagt man? Cool Story, Bro. Es wird Zeit zu kämpfen. Ja, wir gewinnen sogar noch, wenn wir jetzt richtig anstellen. Das ist für Hosnian Prime. Ah. Ja, das ist also Reichweite. Um jeden Preis. Sie halten nicht mehr lange durch. Ja. Sei nicht so leichtsinnig. Doch. Oh
Yeah. Oh, das war gut gezielt, oder? Ach man. Verdammt, das wollte ich nicht. Sind harmlos. Oh, alle drehen sich um. Siehst du den Anfang? Okay. Ich glaube, der ist dagegen geflogen, aber. Ich wusste es. Ah, ich kann keinen Helden spielen, ehrlich. Ich krieg nicht meinen Level ab. Boah, das ist voll knapp. H geworden. Sieg! Oh, ich krieg keinen Level ab in jeder. Das ist nicht wahr. Wir haben sie so lange wie möglich aufgehalten. Aber unsere Leute können weiterkämpfen. Das ist sogar Aquas Schiff, glaube ich. Wie heißt die nochmal? Hope. Hat irgendwie so einen blöden Namen. IGF Sleep Deprived. Boah, komm schon, ehrlich. So, beenden. Aber abgeschlossen. Jetzt kommt Galaktischer Angriff. Mit der Internetverbindung. Boah. Möchtest du wirklich beenden? Ja! Schaltet ihre Verteidigung aus. Das ist für Stark. Nein, interessiert mich nicht. Mission abbrechen. Okay, haben wir das erledigt. Ein bisschen eine Bombe hochleveln, wenn ich will. Weiß nicht, ob ich irgendwie Kisten oder so bekommen habe. Vielleicht tägliche. Ich glaube, mein Sound ist schon wieder weg. Ja, tägliche Kisten. Warum kriegen wir die eigentlich noch? Da sind noch Crates drin. 500. So. Immer endlich ein paar Sterne. Nee, ich habe immer noch nicht Sterne. So, 10 Gegner als Dings. Das habe ich auch. Das habe ich schon. Ich mache das nicht nochmal. So, 25.000, das kriegen wir auch locker. Ja, werden wir wahrscheinlich nächstes Mal irgendwie ausgezahlt. Keine Ahnung. So, gucken wir mal hier. Habe ich nichts hier. Kann ich das schon hochleveln? Nein, 12, alles klar. Ich werde aber nicht das freischalten. Wohl Raketenzielerfassung ist nicht so. Für einen Bomber ist das eigentlich nicht schlecht. Waffenfähigkeit des Bombers. Na komm. Für einen Bomber ist das nicht schlecht, finde ich. Schneller mit Raketen anvisieren, ja. Wenn ich zwar frei schieße, ist das natürlich ja okay, egal. Gut, aber ich sage, ich bin im Bad hier. Ich hoffe, wird mir noch irgendwie ausgezahlt nächstes Mal oder so, weil ich habe 5 Runden gespielt. Und ja, wieder ein Bug, ne? Gut, aber ich sage, ich bin im Bad hier. In der nächsten Runde, in den nächsten Part spielen wir ein paar galaktische Angriffe, um den Rest der Han Solo Geschichte hier freizuschalten. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar und all sowas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.